Wir sind in der Bucht Arenal de San Saura, auch bekannt unter Son Park. Es ist März und keine Touristen sind hier. Wir haben ganz, ganz wenig Wind. Man hört im Hintergrund die Möwen schreien. Wir haben 14 Grad. Der Beach Club ist noch geschlossen. Dort sind noch keine Rezeption, nichts ist geöffnet. Das kommt erst im Mai. Die wunderschöne Dünenlandschaft können wir hier sehen. Dies ist der Weg zurück vom Strand durch die Dünen. Rauskommt man beim Hotel Son Park. Aber wir wollen ja noch weiter am Strand entlang gehen und die Abendsonne genießen. Die Einheimischen sagen, der Strand habe sich vergrößert seit dem Herbst. Im Oktober waren wir zuletzt hier. Jetzt ist März 2022 und tatsächlich, der Strand ist größer geworden. Das Meer ist ungefähr 2-3 Meter zurückgewichen und der Sand ist sogar bis zur Treppe hochgewandert. Die muss noch freigelegt werden, bis die neuen Touristen kommen im Mai. Der Wind hat seine Spuren hinterlassen. Überall sind Algen angespült. Die werden aber noch beseitigt, damit der Strand wieder richtig toll aussieht, wenn die Saison beginnt. Wir haben heute kaum Wind. Auf anderen Videos von mir könnt ihr auch sehen, wie es hier ist, wenn es mal richtig stürmt. Aber heute herrscht die absolute Ruhe.